Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und in dem heutigen Video dreht sich alles um die Allgeier SE, die eng mit der Nagaro SE verknüpft ist und die beide oder besonders natürlich die Allgeier in den letzten anderthalb Jahren eine enorme Entwicklung hingelegt hat. Und wir sehen das hier in der Grafik, wer beispielsweise am 14.08.2022, als der Spin-off von Nagaro beschlossen wurde, final hier noch eine Allgeier Aktie gekauft hat für 50 Euro, der hatte schon einen enormen Wertzuwachs beim Spin-off, da war die Nagaro schon deutlich mehr wert als der gesamte Konzern noch zuvor. Und heute ist es dann noch fulminanter. Allgeier hat jetzt ja enorm aufgedreht und steht mittlerweile wieder dort, wo vor anderthalb Jahren. Das bedeutet, für jede Allgeier-Aktie hat der Aktionär eine Nagaro-Aktie im Wert von 150 Euro im Depot drin. Eine Vervierfachung, wenn wir das hier mal zusammenrechnen. Und aktuell ist die Allgeier ja auch wieder extrem interessant, weil es wieder eine Abspaltungsfantasie gibt. Und ich freue mich sehr, dass sich hierfür wieder einmal Lukas Spang eingeschaltet hat, Vorberater und Gründer der Vorboutique Tigris Capital. Hallo Lukas, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo Paul, vielen Dank für die wiederholte Einladung. Wir hatten den Disclaimer zu Beginn schon eingeblendet, aber wollen hier nochmal drauf hinweisen. Wir blenden mal die größten Positionen des Tigris Small- und Microcap-Fonds hier ein. Das ist der Fonds, der von Lukas und Tigris Capital beraten wird. Und wir sehen die Allgeier an zweiter Stelle. Also Lukas ist hier mit seinem Fonds groß investiert. Ich privat natürlich in viel kleinerem Maße auch. Und das wollen wir an der Stelle einfach immer transparent offenlegen. Und natürlich auch der Hinweis, dass es sich in diesem Video nicht um eine Anlageempfehlung oder Anlageberatung handelt. Bevor wir zu dieser aktuellen Abspaltungsfantasie kommen, Lukas, kannst du uns die Gesellschaft zu Beginn kurz vorstellen? Ja, gerne, Paul. Also die Allgeier SE mit Sitz in München ist ein Technologieunternehmen für die digitale Transformation. Die Gesellschaft ist in zwei Segmente eingeteilt. Einmal das Segment Enterprise IT. Das ist das Segment fokussiert sich als Komplettanbieter von IT-Lösungen und Services für geschäftskritische Prozesse, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Hier ist auch unter anderem das Allgeier Experts-Geschäft angesiedelt. Experts ist einer der führenden Anbieter flexibler Personaldienstleistungen in Deutschland in den Bereichen IT und Engineering. Wurde jetzt auch im 2021er Ranking der Lünendonk Marktstudie als vierter, als Top 4 Player sozusagen gerankt. Und dann auf der anderen Seite gibt es das Segment MGM. Da geht es um Beratungs- und Lösungsanbietungen für Digitalisierungsprojekte. Und MGM ist einer der führenden Dienstleister für E-Government-Lösungen in Deutschland. Ist unter anderem auch beispielsweise der Technologiepartner und Entwickler der elektronischen Steuererklärung in Deutschland, Elster. Und aktuell ist es ungefähr so, Enterprise IT macht ganz grob ungefähr 300 Millionen und MGM ganz grob 100 Millionen. Das ist so die Aufteilung der beiden Segmente. Ein wesentlicher Faktor von Allgeier ist auch der relativ starke Fokus auf den öffentlichen Sektor. Da ist der Umsatzanteil ungefähr im Gesamtkonzern bei 25%. Und Allgeier profitiert hier eben auch von der zunehmenden Investitionsbereitschaft im öffentlichen Dienst, in Digitalisierungsprojekte zu investieren. Jetzt haben wir hier diese Grafik natürlich ganz bewusst so gewählt mit den Segmenten, dass man ein bisschen die Entwicklung sieht, weil hier ist es ja schon spannend, wenn man das sieht. 2019 hatte man 4 Segmente und da war es ja wirklich die Bezeichnung je nach Dienstleistungsfeld, könnte man sagen. Und ab 2020 natürlich im Zuge von Nagaro hat man das ja geändert. Also Nagaro, ein Segment, ist ja jetzt die Unternehmensgruppe gewesen und auch eben MGM Technology Partners ist ja jetzt auch direkt die Unternehmensgruppe. Und hier sind wir jetzt auch schon bei der Abspaltungsfantasie. Lukas, kannst du uns dazu mehr erzählen, gerade zu diesem Segment? Also grundsätzlich ist das natürlich alles noch sehr früh und natürlich auch viel Fantasie und Spekulation. Allerdings hat der Vorstand das Thema Verselbstständigung der MGM grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Es ist so, dass die Gesellschaft, wie gesagt, im vergangenen Jahr ungefähr 90 bis 100 Millionen Euro Umsatz erzielt hat, gleichzeitig aber sehr profitabel ist. Die Profitabilität beim bereinigten EBITDA lag zum Halbjahr bei
22,9%. Das ist natürlich ein sehr guter Wert. Die Allgeier hält 80% der Anteile. Das heißt, es ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Nagarro damals gewesen. Bei der Nagarro hat man ja auch nicht 100% der Anteile gehalten. Und man hat jetzt im November vergangenen Jahres mit der Clientis sich nochmal verstärkt, hat da nochmal ungefähr 10 Millionen Jahresumsatz meines Erachtens der Größenordnung dazu gekauft. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn der Umsatz, sagen wir mal, in der Größenordnung von 200 Millionen sich bewegt, wenn das eine greifbare Nähe kommt, dass dann das Thema mögliche Verselbstständigung vielleicht mehr auf der Agenda ist. Aber ich glaube, aktuell ist das Thema noch ein bisschen zu früh. Aber das zeigt grundsätzlich, welche Potenziale hier im Allgäuer Konzern noch schlummern und was theoretisch auch möglich wäre. Und man sieht ja auch, was das Management macht. Du hast eine Übernahme schon erwähnt und wir haben hier mal die Übernahmen des letzten Jahres, Jahr 2021, zusammengetragen. Das waren 5 Akquisitionen, Clientis eine davon, aber noch einige weitere, man nennt das auch und Allgäuer auch Buy-and-Build-Strategie. Und das ist natürlich besonders spannend aus dem Aspekt, wie du angesprochen hast, dass man eben dieses Segment MGM Technologies einfach größer macht, auch anorganisch wachsen lässt. Aber die Übernahmen sind ja auch einzeln betrachtet interessant. Und da haben wir mal Evora hier eingekreist. Lukas, vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Genau, also vielleicht noch mal kurz auf die Akquisition im letzten Jahr generell. Du hast es angesprochen, 5 Stück. Die Cloudical, die im Juni übernommen wurde, die war sehr klein, die ist im Prinzip relativ vernachlässigbar. Die anderen 3 neben der Evora waren jetzt auch eher kleiner, aber zum Beispiel die IT Novum hat 2020 einen Umsatz von knapp über 12 Millionen erzielt. Die MySign, die im Juli 2021 übernommen wurde, hatte 2020 rund 6 Millionen Umsatz erzielt und die Clientis, wie gesagt, dürfte bei so einem Jahresumsatz von 10 Millionen liegen. Die Evora war man natürlich aber so das Sahnehäubchen im vergangenen Jahr, wurde im November bekannt gegeben, der Deal. Was macht das Unternehmen überhaupt? Es ist ein stark wachsendes auf SAP und ServiceNow Beratung und Softwareentwicklung spezialisiertes Unternehmen, das seine Kunden bei der durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen unterstützt. Es gibt mit der Evora Suite auch eine eigene Produktfamilie und die Allgäuer hat sich jetzt hier mit 60% an der Gesellschaft beteiligt. Das heißt, 40% sind durch eine Rückbeteiligung bei den Gründern. Das sind insgesamt 4 Gründer, die sich hier letztlich dann mit 40% zusammen beteiligt haben. Der Kaufpreis, der war am Anfang etwas überraschend, als Allgäuer den mit einem niedrigen dreistelligen Millionenbereich angegeben hat für 100% natürlich erstmal. Da sind wohl auch Earnout-Komponenten enthalten. Und dann war natürlich die Frage, okay, was rechtfertigt diesen hohen Kaufpreis? Und da hatte dann der Vorstand im Rahmen des Eigenkapitalforums in seiner Präsentation etwas Licht ins Dunkle gebracht, indem er sagte, 2021 macht die Gesellschaft rund 21 Millionen Umsatz, aber gleichzeitig ein EBITDA von 12 Millionen. Das heißt, eine EBITDA-Marge von über 50%. Und in diesem Jahr, also 2022, rechnet der Vorstand mit ungefähr 27-28% Umsatz. Das heißt auch nochmal ein deutliches Wachstum bei der Gesellschaft. Und das hat natürlich den Kaufpreis dann auch etwas eine andere Ecke gerückt und macht natürlich auch dann den Kaufpreis deutlich nachvollziehbarer bei so einer hohen Profitabilität. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, von 27-28 Millionen Umsatz in diesem Jahr bei 50% Marge, dann sind das ungefähr Pi mal Daumen 1/4 des avisierten EBITDAs des Gesamtkonzerns in diesem Jahr der Allgäuer Gruppe. Und damit zeigt sich natürlich auch, welchen Impact die Gesellschaft in diesem Jahr hat. Wir hatten telefoniert und da hatte ich ja mal so den Gedanken formuliert, vielleicht kommt ja in der Zukunft vielleicht sogar mal von Evora ein IPO, aber da hast du mich schon ein bisschen gebremst. Das ist deiner Ansicht nach noch sehr weit in der Ferne oder sehr viel Fantasie dabei. Ist das so richtig? Würde ich sagen, weil die Gesellschaft dafür einfach noch zu klein ist.
Ja, jetzt haben wir uns einige spannende Punkte angeschaut und ja, viele auch spekulative Punkte, aber jetzt wollen wir nochmal aufs Zahlenwerk schauen. Du hast auch schon erwähnt, Evora, dass es einen großen Impact hat auf den Gewinn. Die Zahlen 2021 sind mehr oder weniger sicher. Ich meine, es wurde zumindest vorläufig, ich glaube im Dezember so bestätigt, ein Umsatz zwischen 380 bis 420 Millionen Euro, ein EBITDA zwischen 39 und 43 Millionen Euro und jetzt eben 2022 hier schon einen starken Anstieg, unter anderem auch aufgrund von Evora, ein Umsatz 480 bis 520 Millionen Euro. Ein EBITDA liegt hier deutlich zu auf 63 bis 69 Millionen Euro und der Vorstand hat hier eben auch schon mittelfristig auf die nächsten 3 Jahre gesagt, er möchte organisch 10-15% pro Jahr wachsen und eine EBITDA-Marge von 15% erreichen. Lukas, wie ist deine Einschätzung zu dieser Guidance, zu den aktuellen Entwicklungen hier? Genau, also vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wir reden hier immer vom bereinigten EBITDA. Das war jetzt insbesondere in diesem und im vergangenen Geschäftsjahr auch relevant, weil hier gab es noch Einmalaufwendungen aus Aktienoptionen in Höhe von 6 Millionen Euro. Das heißt, das berichtete EBITDA wird in dem Fall ungefähr 6 Millionen niedriger sein. In diesem Jahr rechnet die Gesellschaft aber nicht mehr mit größeren Bereinigungen. Das heißt, hier sollte auch das berichtete EBITDA relativ nah am bereinigten EBITDA sein. Aber es zeigt eben auch jetzt mit Blick auf die Marge in diesem Jahr, dass hier der nächste Sprung erzielt wird und dann eben mit Blick auf die mittelfristige Perspektive bis 2024 dann die Erreichung der 15% bereinigte EBITDA-Marge ist natürlich ein klarer Schritt in die richtige Richtung, was einfach auch andere Firmen in dem Umfeld erreichen. Und am Ende, wenn wir über das Thema Abspaltung, IPO oder Verselbstständigung reden, dann kann man vielleicht auch noch einen anderen Gedanken führen. Es gab ja auch mal Überlegungen, bevor Nagarro abgespaltet wurde, das Geschäftsfeld Experts, das jetzt aktuell noch im Segment Enterprise IT enthalten ist, abzuspalten. Es gab auch einen ganz konkreten Beschluss des Vorstandes Anfang 2019, dies zu tun. Damals war es aber so, dass die operative Entwicklung der Gesellschaft oder des Geschäftsbereichs zu schlecht war. Das heißt, es letztlich sowohl in einem direkten Verkauf kein entsprechendes Interesse oder die Käufer nicht bereit waren, das zu zahlen, was Allgäuer gerne gehabt hätte. Und auf der anderen Seite letztlich für ein IPO das auch zu schwach war. In der Zwischenzeit hat man den Geschäftsbereich restrukturiert. Der ist wieder profitabel, man wächst leicht. Das heißt, gleichzeitig ist aber auch ein relativ margenschwaches Geschäft. Das heißt, man ist da irgendwo in einem Bereich von 4-6% EBITDA-Marge. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, wenn sich hier vielleicht auch wieder ein mögliches Interesse von Käufern ergibt, dass man diesen Bereich dann verkauft, letztlich dann natürlich in der Gesamtmarge sich verbessert, aber letztlich dann auch dieses Geld auch wieder reinvestieren kann in andere Akquisitionen, die dann mehr zum Kerngeschäft werden. Und ansonsten erwarte ich auch, dass jetzt, was in der Vergangenheit im Geschäftsbereich neue Geschäftsfelder zusammengeführt war, nämlich das Thema Security, dass das auch nochmal etwas stärker in den Vordergrund drückt, dass vielleicht die Gesellschaft hier auch nochmal ein drittes Segment einführt, um letztlich dieses Thema oder dem Thema nochmal eine stärkere Bedeutung zuzusprechen. Und ansonsten ist natürlich der mittelfristige Ausblick mit 10% bis 15% Wachstum erstmal sehr positiv. Die Gesellschaft hat sich mit solchen Aussagen in der Vergangenheit immer etwas zurückgehalten. Da wollte man sich eigentlich nie so richtig aus dem Fenster lehnen. Von daher finde ich das eine gute Sache, dass man sich jetzt hier kurz vor Weihnachten auch nochmal über das Jahr 2022 hinaus geäußert hat und da letztlich auch dem Kapitalmarkt ein bisschen mehr Visibilität gegeben hat. Wir blenden jetzt zum Abschluss nochmal hier die größten Positionen vom Tigris Small- und Micro-Cap-Fonds ein und einfach jetzt die Anregung an alle Zuschauer, lasst uns doch einfach mal gern wissen, auch welche weiteren Unternehmen euch interessieren. Wir hatten es schon angekündigt, dass wir immer mal wieder auch ein Video hier mit Lukas machen werden, also könnt ihr auch gerne kommentieren hier, welche Gesellschaft für euch besonders interessant ist. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dem Video einen Like gebt und unseren Kanal abonniert. Und ich darf jetzt nochmal ein großes Dankeschön sagen, Lukas, für dieses spannende Video. Und ja, wir sind natürlich gespannt, interessiert, wie es dann weitergehen wird hier bei der Allgäuer SE. Sehr gerne, Paul. Bis bald.
Wir haben aktuell und werden es in den nächsten Wochen machen, noch viele HV-Talks veröffentlichen. Jetzt startet die Hauptversammlungssaison ja schon so richtig durch. Und hier verweisen wir gern auch mal auf ein Video, was wir jetzt kürzlich veröffentlicht haben zum Unternehmen Verbio. Da hatten wir den HV-Sprecher Dr. Friedrich Franke dabei, der uns einen Einblick in das Unternehmen gibt. Schaut doch auch gerne mal bei dem Video vorbei, natürlich auch bei den anderen. Bis zum nächsten Mal.